Und damit willkommen zurück hier bei Adobe Live an diesem wunderschönen, etwas wolkigen Dienstagmorgen. Mein Name ist Tim Möbist, ich begrüße euch ganz recht herzlich hier zum Stream. Und heute an meiner Seite ist Professor Marion Planck. Ich grüße dich, guten Morgen. Hi, guten Morgen, danke für die Einladung. Aber immer noch. Bevor wir gleich noch zu dir kommen und erfahren, wer du bist, was du tust, würde ich noch gerne ein paar Grüße an den Chat richten. Denn wir sind natürlich heute nicht allein, es wäre ein bisschen langweilig, sondern es sind ein paar Leute im Chat schon dabei. Deswegen, falls ihr gerade nicht wisst, auf welchem Chat, ich packe das mal so, das ist besser. Falls ihr gerade nicht wisst, wovon ich rede, dann chattet ihr eventuell noch auf YouTube. Das ist okay, ihr könnt dort weiterschauen, aber wenn ihr der Konversation beitreten wollt, dann kommt auf jeden Fall rüber zu Behance. Den Link dafür blende ich euch auch ganz kurz mal ein. Moment, da ist er. be.net/live/de, da ist der Chat. Und da schaue ich auch mal kurz rein, wer alle schon dabei ist. Mal sehen, da haben wir... Thorsten und Thomas und Stefan und Julius und Holger und Helmut und Heiner und jemand, der Tim heißt und Kevin, das ist ganz seltsam, ich kenne den Tim gar nicht, egal. Gut, das heißt, schön, dass ihr dabei seid. Wie immer, falls ihr Fragen habt, dann schreibt die doch bitte gerne in den Behance-Chat, der Link, wie gesagt, da. Und dann gebe ich mein Bestes und werde alle Fragen Marion stellen. So, und jetzt... Genug geredet, denn Leute, die dich vielleicht noch gar nicht kennen, Marion, erzähl doch mal, wer bist du, ja? Und worum soll es heute in diesem Stream gehen? Ja, hi, ich bin Professor Marion Planck. Ich bin meines Zeichens Game Artist, also ich arbeite in der Spieleentwicklung als Grafikerin, mache Animationen, Figuren, Welten, alles, was dazugehört. Aber hauptberuflich bin ich seit kurzem Professorin für Game Art an der IU, Internationalen Hochschule, und lerne anderen Leuten, wie man Spiele macht. Ja, dann perfekter Stream für heute. Du kannst heute den Leuten im Internet was beibringen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und natürlich, wer den Titel gelesen hat, wird wissen, dass es sich um Pixel Art, und zwar genauer animierte Pixel Art, drehen wird. Wollen wir gleich in Photoshop reingehen oder möchtest du noch mal kurz was anderes zeigen? Wie möchtest du es gerne machen? Wir hüpfen gleich direkt in Photoshop. Alles klar, dann schauen wir mal einen, dann riskieren wir mal einen Blick rüber zu deinem Computer. Moment. Wenn mich das Programm lässt heute. Ja, lässt es. Okay, sehr gut. Cool. Da ist mein Photoshop. Kurzer Panikmoment. Aber alles funktioniert. So, wir sind in Photoshop drin und ich sehe, du hast schon etwas vorbereitet. Was sehen wir denn da? Ja, genau. Also ich wollte euch heute mal zeigen, wie ich meine Pixelart mache und animiere. Also viele kennen ja Pixelart von so frühen Games oder Retro-Games. Und die meisten wissen gar nicht, was da so dahinter steckt oder wie die entsteht. Das wollte ich euch zeigen, aber vorher wollte ich euch noch ein paar animierte Pixelart zeigen, die ich schon vorher gemacht habe. Mhm. Einfach mal, um zu zeigen, was man so macht. Das hier ist zum Beispiel ein Mockup für ein Game gewesen, basierend auf einer Concept Art. Da habe ich sozusagen einfach, um zu zeigen, wie das Game aussehen könnte, kurz die zwei Characters drüber laufen lassen. So einen kleinen Walk-Cycle, eine Animation gemacht. Sowas kann man zum Beispiel als Spieleentwickler zeigen, um ja, den potenziellen Spielern oder den Geldgebern oder so zu zeigen, wie es aussehen könnte. Das ist eine kleine Animation für ein Game namens Hi-Rizers. Wow. Da werden Zombies drin gekillt. Sowas mache ich ganz oft, also irgendwelche Dinge in Flammen aufgehen lassen oder ja, explodieren lassen. Das wäre für ein Spiel namens TBAME, so ein Reittier, auf dem man dann seinen Charakter draufsetzen kann. Genau, also die Spielehersteller schreiben mich dann an und sagen, hey, wir brauchen das und das, und dann pixel ich das für die. Genau. Und das und alles in Photoshop, ja, direkt animiert sogar. Genau, also ich erstelle die Pixelart in Photoshop und animiere auch in Photoshop. Einfach, weil ich es da gelernt habe vor vielen Jahren
Und wie so viele nie den Absprung geschafft haben vom guten alten Photoshop. Naja, warum auch nicht? Ja, es hat ein sehr spezielles Animationssystem, aber wenn man es mal checkt, dann ist es eigentlich cool für Pixelart. Zeige euch nachher, warum. Genau, und wie so viele Illustrationen oder Animationen oder Konzepte fange ich einfach mit einer Skizze an. Also das ist einfach eine Schwarz-Weiß-Skizze. Das ist die Originalgröße, also da habe ich mir erstmal überlegt, was will ich machen. An dem Tag habe ich 4 oder 5 Skizzen gemacht und dann suche ich mir eine aus. Ich hätte gern so eine Waldlichtung und wollte da so einen Charakter reinlaufen lassen, der dann auf einen anderen Charakter trifft. Mhm. Und das habe ich schon mal vorgepixelt. Am Wochenende in einem Stream auf TikTok. Wir haben da mal was vorbereitet. Genau, ich habe da mal was vorbereitet. genau, und habe schon mal die Waldlichtung gemacht und den zweiten Charakter, der so ein kleiner Fuchs ist. Und ich dachte, für heute nehme ich mir vor, also es ist ein bisschen ein ambitioniertes Ziel, aber ich könnte mir vornehmen, den zweiten Charakter rein zu pixeln. Mhm. Und einfach zu animieren und schauen, was man so in dem Wald so alles bewegen kann, um das bisschen zum Leben zu erwecken. Das klingt gut. Du bekommst übrigens Mitleid für den Zombie. Thorsten sagt, nein, armer Zombie. Hashtag Mitleid. Ja, der ist nur einer von vielen. Da gab es viele. Okay, ich weiß nicht, ob es das besser oder schlimmer macht. Du musst das Spiel Hi-Rise spielen, da weißt du, die sind ganz böse. Ach so, okay. Na dann, legen wir doch direkt einfach mal los. Ja. Ich gucke gerade so, wie die Ebenen alle so aufgebaut sind, weil ich sehe ja jetzt schon, da sind ein paar mehrere. Ich sehe einen Hintergrund, ich sehe die erste Ebene. Was ist so auf den verschiedenen drauf? Also ich habe den Hintergrund auf einer Ebene. Mhm. Und dann den Midground auf einer weiteren Ebene. Man muss aber sagen, dass ich die Ebene schon mal gemerged habe. Also ich hatte die Bäume extra, die Lichtung extra, den Charakter extra. Nur bin ich nicht so der Fan von 5000 Ebenen, wenn ich es nicht brauche. Und das Coole am Pixelart ist, man kann jederzeit wieder eigentlich seine Ebenen herstellen, weil das ist ja keine voll gerenderte Illustration, deswegen... Ja. Könnte ich mir einfach den Baum schnappen, den raus extrahieren und da hinten wieder zupixeln sozusagen und dann wäre ich wieder da. Aber bei Pixel Art, weil es so retro ist, ein bisschen, arbeite ich gern einfach so destruktiv, wenn man weiß, das Gegenteil von non-destructive, und gerne auf wenigen Layern. Aber wenn ich natürlich animieren will, dann habe ich es gern auf einem extra Layer. Da kommt man wahrscheinlich nicht drum steht jetzt ja. Vorne. Genau, das Shading habe ich auf einem extra Layer auch noch. Genau, aber wenn es für ein Spiel wäre, dann würde ich jedes Objekt einzeln machen. Also den Fuchs einzeln und die Bäume und damit man sozusagen das schön trennen kann in der Engine. Mhm. Genau. Genau, weil... beim Export für Spiele wird das ganz oft so gemacht, dass dann bestimmte Elemente extra, ich nenne es mal, gerendert werden, damit man dann das, wie du es schon gesagt hast, in der Engine, also in dem, ich nenne es mal Programm, was später das Spiel sozusagen laufen lässt, dann effizient einbauen kann. Und ich sehe gerade hier noch ein paar Leute sind noch dazugekommen. Moin, moin, Mahlzeit, ich grüße euch. Hallo Christine. Andrea, Sean. Ich meine, ohne Namen interessanterweise, auch schön. Für alle, die gerade noch dazugekommen sind, ich bin gerade hier an meiner Seite mit Professor Marion Planck. Wir haben gerade erst angefangen, das heißt, ihr habt noch gar nicht so viel verpasst. Wir haben noch fast eine ganze Stunde Zeit und es geht darum, dass wir diese Pixelart, die ihr hier auf der linken Seite seht, einen neuen Charakter hinzufügen. Und mit wir meine ich natürlich sie. Ich mache hier gar nichts. Ich gucke nur zu und stelle Fragen. Aber ich tue so, als würde ich arbeiten. Und genau, das Ganze machen wir in Photoshop. Und das ist Pixel Art. Das heißt, nein, die Auflösung, das ist richtig so. Das ist der Stil dieser Kunstrichtung. Und ich sehe gerade noch im Chat, Christine sagt, mein erstes MMO war Ragnarok. Dabei stand ein Charakter aus 9 bis 12 Pixeln. Immer wenn ich Pixel sehe, werde ich nostalgisch.
Meins auch, ja. Wow, das waren Zeiten. Das ist schon lange her. Ich kann mich immer nur an die ganz alten RPG-Maker-Spiele Ja. erinnern, wo man dann so zu Hause gesessen hat und dachte sich, ja, so schwer kann das doch nicht sein. Und dann hat man angefangen und dachte sich, oh, ah, deswegen dauern Spiele so lange zum Entwickeln. Ja, also ich habe gar nicht so mit Pixel Art angefangen, lustigerweise. Ich war Okay. eigentlich normaler, also nicht Pixel Level Game Artist, sondern einfach normaler Character und 3D Artist. Das habe ich auch studiert. Und dann habe ich an meinem ersten Projekt gearbeitet als Junior Artist. Und nach 6 Monaten wurde das Projekt einfach eingestampft. Also mein erster Job war sozusagen ein Riesenfail. Und wurde dann aber ins Team geholt von so einem Pixel-Game und musste dann in einer Woche Pixel Art schnell lernen. Und dadurch, seitdem liebe ich es jetzt. So ist es gekommen eigentlich. Sind ja Überlebenskünstler als Game Artists. Ich bin gerade so begeistert, dass du das einfach den Charakter aus der Hand eben mal so zeichnest. Hast du da jetzt, du hast jetzt da keine, ich nenne es mal, na gut, Vorskizze hast du ja schon bereits da rechts, Genau, aber die Skizze habe ich ja rechts. Ich muss zugeben, dass ich über diesen Charakter schon also viel nachgedacht habe und auch schon okay. manchmal gezeichnet habe, weil der soll der Hauptcharakter werden von meinem Spiel, an dem ich gerade arbeite. Also ich kenne ihn, ich weiß ja, wie er von hinten aussieht, ich weiß, wie er sich bewegt und so. Das hilft natürlich immer, wenn ich mir jetzt frisch einen ausdenken würde, würde ich wahrscheinlich erstmal ein Character Design machen, ganz normal. Aber kann man angehen, wie man will. Und das Coole bei Pixel Art ist es, dass man halt die Farben ständig ändern kann. Also ich muss mich jetzt nicht committen zu irgendeiner Farbe. Wie meinst du das? Also ich kann zum Beispiel, anders als bei einer gerenderten Illustration, könnte ich jetzt sagen, ich schnapp mir alles, was hier so lila ist. Ah, okay. Und dann ändere ich einfach mit Command U den Farbton. Ah ja, okay, das ist natürlich Dann mache clever. die Das heißt, Sättigung. wenn du sagst, ah ja, das Cape oder der Umhang war jetzt dann doch noch ein bisschen zu lila, dann lieber das Blau Ja, durch. Okay. und das mache ich andauernd. Also das ist ein großer Teil von, wenn man nicht mit einer fixen Palette arbeitet, ist es ein großer Teil, sich immer Farben zu schnappen, die wieder zu ändern. Sodass sie einfach zueinander passen, weil es in Pixel Art so einfach geht, ist es einfach ein großer Teil von dem Prozess. Und dadurch, dass du ja quasi mit Pixel auf Pixel-Level arbeitest, bekommst du ja diese perfekte Auswahl hin. Das ist ja, Genau. naja. Wie sieht denn das Also die eigentlich? Originalgröße, sorry, was ich dich Nee, unterbreche, glaube ich. ist so, ja. Also Ach das ja. ist wirklich sehr, sehr klein. Und das ist nur reingezoomt. Genau. Wir sitzen gerade ja davor mit der Kamera, aber dahinter steht tatsächlich, die Auflösung ist 200 mal 86 Pixel. Das heißt, ein Pixel hier ist tatsächlich auch ein richtiger Ganz Bildpixel. genau, genau. Genau. Also viele, was ich vorher gezeigt habe, zum Beispiel war 32 mal 32 Pixel. Also das sind alles sehr kleinformatige Sachen und zum Exportieren werden sie dann aufgeblasen. Und dadurch kann ich eben mit dem Zauberstab zum Beispiel, wenn ich hier das so einstelle, dass es quasi mir nur den Nearest Neighbor nimmt, dann kann ich das ziemlich gut kontrollieren. Das ist ja, wenn man Photoshop standardmäßig öffnet und dann mit Pixel Art arbeiten möchte und dann transformiert und dann Sachen größer macht, dann merkt man ganz schnell, hoppla, das ist unscharf. Und da hast du gerade Ja. jetzt schon was Richtiges angesprochen, diese Pixelwiederholung nennt sich das. Das muss man Ja. sozusagen umstellen, weil dann bleiben Genau. diese Kanten alle scharf. Genau, also wenn ich jetzt die Standardeinstellungen hätte und ich würde mich entscheiden, meinen Charakter größer zu machen, dann wäre er unscharf und es wäre Ja, jetzt ist er im keine Vordergrund, aber nicht schöne mehr im Pixel Art Fokus. mehr. Ja, aber das wollen wir ja nicht. Genau, dann ist mit Pixel Aber wieder. mit der Pixelwiederholung kann ich ihn einfach aufblasen und dann ist er noch pixelig und so groß wie ein Baum. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Genau. Genau, das ist Der sozusagen. Fuchs sollte genauso groß sein wie er, deswegen Okay. so gemacht.
Aber ja, man kann da jetzt super experimentieren. Ich kann auch sagen, ich würde den gerne hier rüberstellen zum Beispiel. Würde auch gut funktionieren. Da kann man wahrscheinlich dann wieder Tage, Wochen und Monate mit zubringen mit der perfekten Komposition, wenn man da Total. nicht irgendwann sagt, jetzt ist Schluss. Das ist wirklich das Schwierigste, dass man sagt, oh, eigentlich würde ich jetzt gerne noch das ausprobieren und dann entsteht was völlig, eine völlig neue Illustration. Aber guck mal, immerhin sind wir in Photoshop. Stell dir mal vor, du müsstest das irgendwie auf kariertem Papier per Hand zeichnen. Und dann so. Ja, oder in Öl Und malen oder so. ja. Gibt es das Pixelart in Öl? Ich habe tatsächlich mal ein Pixelart-Acrylbild gemalt, ja, aber Ach das was. empfehle ich niemandem, nee. Das klingt nicht nach sehr viel Spaß, die Kanten so schön scharf hinzukriegen. Nee, das war Hm. ein Experiment. Eieiei. Ich lese gerade, Helmut hat's erwischt. Das ist in Quarantäne. Helmut, ich, alles gute Besserung. Oh, gute Besserung. Und Thomas sagt, wieder was gelernt mit der Pixelwiederholung. Ja, das ist quasi so ein Sonderfall. Das ist auch bei manchen, wenn ihr viel mit Bildschirmfotografie arbeitet, also Screenshots, dann kann das auch sinnvoll sein. Aber ansonsten natürlich, wenn ihr Fotos oder ich nenne es jetzt mal normale Illustration. Ja, man weiß nicht, wie man sagen soll, ne? Ja, ne? Also nicht gerade pixelbasierte Illustration, dann ist eventuell der Transformationsmodus Pixelwiederholung nicht unbedingt die beste oder erste Wahl. Da gibt es bessere. Aber hier. So, und Thorsten sagt, kann man sich auch was wünschen? Wenn ja, dann bitte die Wolken im Hintergrund in der Form der Enterprise. Ja, natürlich. Ja, du. Wir streamen einfach noch für 3 weitere Stunden. Das ist kein Problem. Jetzt werde ich mich blamieren, Ja, ich glaube, glaube das ist okay. ich. Spontaner Genrewechsel des Spiels. Warp, 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 warp. Ja, perfekt. Ich glaube, das lassen wir lieber. Ja, ich denke mal, der Wille war da. Also, das war halt die Enterprise von vorne, die ist gerade in Warp Speed gegangen. Also, Genau. die ist gerade auf Mopsgeschwindigkeit. So. Nee, das lassen wir lieber bei Sci-Fi. Wobei Sci-Fi Fantasy kombiniert sich eigentlich ganz gut. Ja. Gerade diese Kombination, Cyberpunk und so Genau, und weiter. ich schnappe mir auch aus dem Bild andere Farben. Zum Beispiel habe ich jetzt für das Highlight von diesem Stab einfach so eine Blume geschnappt, weil Pixelart, also meine Pixelart hat immer sehr viele Farben, aber manche sagen, richtige Pixelart ist nur die, die reduzierte Palette hat. Deswegen sollte man, wenn man schon Pink hat, dann nimmt man das auch. So. Und dann sagt man auch gleich, umgeht man auch das Problem von wegen, es heißt hier immer, ein gutes Bild hat eine Farbe immer an mehreren Stellen. Wenn du dann Rot irgendwo hast, ist das Rot irgendwo anders nochmal. So umgehst du das direkt. Ja. Aber eine praktische Frage: Hast du denn eine Farbenbegrenzung? Ich meine, früher war das ja so, da hattest du, was weiß ich, nur 256 oder Ja. manchmal sogar nur 16. Hast du diese Begrenzung jetzt hier auch? Nee, gar nicht. Also es Nein. kommt aufs Projekt drauf an. Manche Spieleprojekte haben sagen einem dann die Palette. Da gibt es dann so verschiedene spezielle Retro-Paletten zum Beispiel, die man benutzen kann. Aber ich mache mir keine Begrenzung direkt, außer manchmal aus Spaß oder so. Aber jetzt für das Projekt nicht. Ja, kann ja auch wieder ein eigenes Subgenre sein von Pixelart, dann entsprechend vielleicht nur Total. mit 16 Farben oder manchmal sogar noch weniger. Ja, Die ganz alten total. CGA-Paletten mit 4 Farben. Wie war das? Warte Da mal. gibt es wirklich Puristen, die darauf bestehen, dass man nur in den Super Nintendo-Farben malt. Es gibt so ganz alt, ich glaube CGA ist das, da hast du dann Schwarz, Weiß, Magenta und Cyan und das war's. Genau. Das und damit mach mal was Ansprechendes. Total. Und damit durch so Techniken wie so Dithering Shading zum Beispiel, kann man dann auch so Mischfarben kreieren, wo man gar nicht meinen würde, dass das geht. Aber wenn man
sozusagen sowas macht. Und dann ist es halt wie bei einem normalen Farbmischen auch mit Pinsel. Dann entsteht sozusagen auf die Ferne so eine Mischfarbe, so ein Effekt. Ich mache das nicht so oft, aber... Ja, das Dithering, also wer das vielleicht noch nicht kennt, das ist quasi so ein bisschen wie, stellt euch vor, ihr habt nur einen Stift und weißes Papier und ihr wollt Grauwett machen, dann schraffiert ihr quasi. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen, auch mit Pixeln, wenn ihr halt nur wenige Farben habt und ihr wollt eine Mischfarbe erzeugen, dann macht ihr quasi dann so ein Punktmuster, manchmal ist es so schachbrettartig, manchmal ist es auch punktförmig. Und dann kann man da sozusagen diese Mischfarben erstellen. Das Problem haben wir wahrscheinlich hier eher weniger, denn wir haben ja keine Farbbegrenzung. Aber es kann durchaus auch ein grafischer Effekt sein, das so zu, ich nenne es mal schraffieren. Ja. Ja, und da gibt es ganz viele Techniken, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Es gibt auch tatsächlich, also wie oft bei Kunst, gibt es richtig und falsch. Und man kann das so weit treiben, wie man möchte. Aber es gibt durchaus Techniken, die sich bewährt haben. Vor allem, wenn man es professionell macht. Wenn man es auch Spaß macht, dann sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Dann ist alles erlaubt. Dann ist wirklich alles erlaubt. Da soll man sich nicht zu sehr einschränken, vor allem, wenn man gerade lernt. Aber wenn man es richtig lernen will, dann gibt es auch Bücher und so, die einem das beibringen. Oder Streams auf Adobe Live. Oder Streams. Ich habe gehört, du streamst auch ab und zu jetzt. So auf TikTok? Eigentlich gar nicht. Also nein. Ich bin eigentlich so ein Longform-Content-YouTuber, so ein Oldschool, so Tutorial-Videos und so weiter. Aber mir macht es so viel Spaß, direkt zu connecten, auch im Unterricht mit den Studierenden und so weiter. Jetzt dachte ich, probiere es mal aus. Es macht eigentlich Spaß. Ist auch schön, wenn Leute wenn man sich um nichts kümmern muss und Tim alles für einen. Das ist natürlich am entspanntesten. Und ich sehe gerade, ich habe gerade mal ganz heimlich auf YouTube rüber geschaut, da sind noch ein paar Leute dabei. Ich packe euch mal den Link zum Behance-Chat, da ist nämlich das meiste los, aber ich gucke mal kurz rein. Da haben wir Felix, der sagt, das ist ein cooles Thema, vielen Dank. Pascal ist dabei, Susanne Heine, Pixel Art, so genial, danke für den Stream, bin gespannt. Sequentin, Edit by Nick. Also, falls ihr mit chatten wollt und noch mehr Fragen stellen, ich gucke meistens auf den Behance-Chat, den Link habe ich euch mal reingepackt. Ach, guck mal, Melanie ist auch dabei. Wenn Tim alles macht, das finde ich auch mal entspannt. Ja, danke. Hallo Doris. Gut. Was ich jetzt gemacht habe, zwei Sachen. Ich habe einmal eine Zeitleiste erstellt. Ich kann nochmal zurückgehen. Moment, da sitzen wir gerade davor. Ich packe die Kamera mal rüber. So, jetzt sehen wir die Zeitleiste auch. Okay. Gut. Ich habe jetzt eine Zeitleiste erstellt. Man öffnet das Fenster Zeitleiste und erstellt eine Frame-Animation. Und dann öffnet sich hier unten so ein kleines Fensterchen. Und was ich auch gemacht habe, war, ich stelle gerne meine Bedienfeldoptionen um für die Layer und stelle auf Ebenenbegrenzung. Wenn ich das ganze Dokument habe, dann sehe ich irgendwie nur so einen kleinen Fürzel. Und wenn ich es umstelle, dann sehe ich alles, was ich auf die Ebene gemalt habe, was manchmal ein bisschen praktischer ist. Genau. Und jetzt würde ich sagen, ich fange schon an zu animieren, weil für so eine Animation ist es immer besser, nicht so viel zu shaden. Also ich würde jetzt ungern hier ganz viel Lichter drauf und Schattierungen und so weiter, weil das muss ich ja in jedem Frame wieder zeichnen. Und je weniger ich davon habe, desto einfacher ist es. Also wir haben jetzt ungefähr noch als Zeitupdate circa eine halbe Stunde. Nur, dass du Bescheid weißt. Und weil du gerade Lichter und Schatten erwähnt hattest, machst du am Ende irgendwie dann noch Lichter oder besondere Schattierungen rein? Oder ist das dann auf einer neuen Ebene? Oh ja, oder? Tim. Oh ja. Oh ja. Das ist das, was am meisten, also nicht am meisten Spaß macht, es war alles Spaß, aber am Schluss nochmal den Photoshop-Zauber drüber streuen, das werden wir auf jeden Fall machen, das werde ich euch nicht vorenthalten. Gut, da freue ich mich schon drauf, weil das ist ja quasi auch der Grund, warum wir in Photoshop sind, denn wir können das gesamte Arsenal an Photoshop-Werkzeugen und Pinseln, weil es gibt natürlich auch tolle Pinsel, auf ein Bild draufschmeißen. Apropos Pinsel, bei Pixel Art,
bietet es sich ja vermutlich an, nicht mit dem normalen Pinselwerkzeug, sondern mit dem Buntstift. Oder wie heißt das? Doch, genau, Buntstift. Das Buntstiftwerkzeug, das niemand auf der Welt außer mir benutzt. und auch manche anderen Pixelartists. Wenn ich jetzt mit dem Buntstift zeichnen würde, dann seht ihr, dass ich wieder Transparenzen hätte, weiche Kanten. Das ist der Pinsel jetzt. Das ist der normale Pinsel, genau. Also ich könnte natürlich auch hier so stempeln, aber Pixelart macht man tatsächlich mit dem Pencil oder mit dem Buntstiftwerkzeug und einfach auf einen Pixel gestellt, Größe 1 Pixel, Härte 100%. Genauso der Radiergummi, der ist auch hier umgestellt auf Buntstift und dann kann man eigentlich schon drauf lospixeln. Genau. Der Buntstift, für Leute, die es vielleicht nicht wissen oder den Unterschied nicht kennen, im Vergleich zum normalen Pinsel, hat der Buntstift immer eine harte Kante. Ja, das heißt, ihr kennt ja sicherlich den normalen Photoshop-Pinsel mit dem weichen, runden Stempel. Da kann man also Transparenzen reinmalen. Das macht der Buntstift nicht. Der würde euch einen, ich nenne es mal, scharf abgegrenzten, pixelperfekten Kreis malen. Das heißt aber nicht, dass ein Buntstift nicht auch Transparenz malen kann. Es heißt aber nur, dass dann quasi der gesamte Stempel die gleiche Transparenz hat. Das heißt, ihr könnt die Transparenz runterstellen, ihr könnt mit 50% malen, aber der Kreis wäre sozusagen immer noch eine harte Kante. Mhm. Das ist quasi so der Unterschied. Und das ist beim Radiergummi genauso. Man kann die Deckkraft hier runterstellen. Das mache ich auch manchmal, wenn ich schattiere oder zum Beispiel, wenn man irgendeinen magischen Effekt oder so hier machen würde. Man kann natürlich auch mit den ganzen Ebeneneinstellungen hier spielen und könnte hier so Glitzer hinmachen oder so. Dann macht es schon Sinn mit der Transparenz. So zum Beispiel. Mhm. Aber sowas würde ich eher vielleicht zum Schluss machen. Absolut. Genau. Man kann auch noch, wenn man ganz weit gehen möchte, noch mit dem Mischmodus des Buntstifts selber noch rum experimentieren. Man muss ja nicht nur ebnen, man kann ja auch Werkzeuge auf einen Mischmodus setzen. Und dann hat man wirklich ganz viele Freiheiten, die auf anderen Programmen vielleicht nicht funktionieren würden. Ja. Da muss man immer gucken, wie destruktiv man arbeiten will. Ich benutze wieder das Wort, das hört sich so böse an. Nein, ich denke, das ist wie richtig. Sehr ich zurückgehen will, ja, wenn ich jetzt auf einer extra Ebene meinen Glitzer-Bling-Bling hier mache, dann kann ich natürlich auch durchgucken, was wirkt denn am besten. Ne? Vielleicht weiß man das nicht auswendig, wenn man jetzt noch nicht 20 Jahre Photoshop benutzt, was jetzt linear abwedeln macht oder so, und dann könnte ich das da darüber steuern. Da müsste mal jemand einen Stream dazu machen. YouTube. Sehr gut. Mischmodi. Angucken. Zu den Mischmodi? Ja, da haben wir einen Stream dazu. Ach so, sehr gut. Das war jetzt so ganz subtil, hast du gemerkt? Ja. Ach so, ich sehe gerade, du hast den Navigator rechts auf. Ich vermute mal, das ist so ein bisschen, um das im Kleinen nochmal zu sehen, oder hat das jetzt einfach... Ja. Okay. Ja, genau. Also zu irgendeinem Zeitpunkt kann ich jetzt auch meine Skizze, glaube ich, schließen, dann habe ich auch mehr Platz für mein Bild zum Animieren. Also immer gut, in 100% Pixelart zu sehen. Das ist jetzt nicht unbedingt zum Navigieren, gar nicht, aber einfach um es klein zu sehen. Ja. Also Melanie stellt gerade eine Frage. Kann man Pixel Art auch in Illustrator machen mit Vektoren? Das fragen die Studierenden immer. Geht Pixel Art auch in Illustrator? Also meiner Meinung nach, also ich bin keine Illustrator-Expertin, überhaupt nicht. Ich kann nur Photoshop und ein bisschen InDesign. Meiner Meinung nach ist es schlauer, in Photoshop zu pixeln, das Bild aufzublasen, zu exportieren. Meistens exportiere ich mit 800% oder 1000%. Dann in Illustrator zu gehen und es umzuwandeln in Pfade. Und dann könnte man es wirklich unendlich aufblasen. Aber da es Pixelart ist, kann ich sowieso so groß exportieren, wie ich möchte. Ich muss also nicht als Vektor arbeiten, weil ich habe sowieso meine scharfen Kanten. Der Vorteil vom Vektor ist ja, dass ich es so groß aufblasen könnte. Brauche ich jetzt in dem Fall sogar gar nicht bei Pixelart. Und weil die Endausgabe halt oft für Games ist und so weiter, nutzt man eher Bitmap-Formate. Ja.
Man könnte theoretischerweise natürlich auch in Illustrator das direkt machen. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich zum Beispiel ein Grid anlegen könnte. Das geht ja relativ einfach. Und dann mit dem Shape Builder Tool oder vielleicht mit dem Live Paint Tool da reingehen könnte und die Pixel dort einfärben könnte. Aber ich würde jetzt mal an dieser Stelle eine vage Behauptung aufstellen und sagen, dass es in Photoshop deutlich einfacher wäre. Ja. Also wenn das mal jemand macht, dann das machen garantiert Leute. Auf jeden Fall an. Bestimmt. Glaube ich, eine coole Sache. Ups. Wäre nur unglaublich aufwendig. Wahrscheinlich, ja. Und das Tolle an PixelArt ist eben, dass es so unaufwendig ist. Und gerade in der Spieleentwicklung geht es ja auch um jeden Cent, ja, Geld zu sparen. Und das ist ja was sehr schnell geht. Sowas zu illustrieren und zu animieren würde viele Tage dauern. Oder in 3D zu bauen und zu illustrieren. Ist aber auch nicht zu unterschätzen. Man könnte ja meinen, das ist ja nur ein winziges Bild, das müsste ja super einfach gehen. Ja. Man muss das auch richtig hinkriegen, in so einer kleinen Dimension Sachen erkennbar, gut erkennbar und auch noch sinnvoll anzulegen, dass man halt erkennen kann, da hinten ist ein Haus, das hat so ein Wasserrad an der Seite und ein Fenster. Geht's? Ja, wie alles ist das Übung, ne? Also das ist... Ich denke manchmal, ob man es jetzt in Bleistift macht oder in PixelArt, man muss es einfach üben. Hm. Das ist, glaube ich, jedem klar, der irgendwie gern zeichnet oder Fotos bearbeitet oder was auch immer. Das ist Übung. Ich mache schon sehr lang deswegen. Melanie schreibt, ja, das ist ja auch aufgefallen, dass es aufwendig wäre in Illustrator. Ah, gut. Jetzt kannst du deinen Studierenden sagen, ja, hier haben wir die Antwort. Es ist möglich, aber sinnlos. Nein. Es ist möglich, aber sinnlos. Es ist ja auch möglich, in Illustrator 3D zu machen. Ich habe es noch nie gemacht, aber es ist... Ja. Wieso auch nicht? In Photoshop? Obwohl das ja mittlerweile, ich glaube, das wurde... Nee, Photoshop wurde, glaube ich, abgestellt, das Feature, oder nicht? Ja. Also, wenn man noch eine alte Version hat, dann natürlich, klar. Ja. Aber in Illustrator wurde das ja erst neulich hinzugefügt mit dem neuen Feld, mit dem Bedienpanel. Ja. Also meine Azubis lieben das. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob das für PixelArt so geeignet ist. Nee. Vielleicht, wenn man so ein 3D-Pixel machen will. Ja. Oder vielleicht einfach, du denkst dir vielleicht, okay, ich habe einen Text, den kann ich dann so extrudieren in 3D und dann kann ich den quasi als Referenz nehmen, um, was weiß ich, ein Title-Screen für ein Spiel zu machen, wo ich dazu dann so einen 3D-Text brauche und dann muss ich mir das nicht selber überlegen, wie das aussehen würde. Also, ja. Da ist bestimmt. Es gibt ja auch so 2,5 so Voxels heißen die, glaube ich. Habe ich jetzt selber auch noch nicht gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch cool wäre in 3D. Ja, Voxel, das ist ja quasi ein Volumenpixel, das ist dann so ein 3D. Also da hast du keine Vierecke mehr, da hast du einen Würfel. Bekannteste ist wahrscheinlich Minecraft. Das ist ein Voxel. Das ist dann so das, was die meisten noch kennen. Und mich würde mal interessieren noch im Chat, wie viele von euch hatten denn schon mal Berührungspunkte mit Pixel oder von mir aus auch gerne Voxel Art, erweitern wir das Ganze. Habt ihr da selbst schon mal was gemacht oder oder vielleicht einfach nur ein Spiel gespielt? Erinnerungen, ich habe ja schon gesehen, es gab da schon ein paar nostalgische Momente. Ich kenne das, wie gesagt, auch noch aus den ganzen Spielen. Okay, gehen wir mal ganz kurz zu dem zurück, was wir eigentlich gerade machen. Wir reden auch so schön und dabei arbeitest du so fleißig. Ich arbeite still und heimlich vor mich hin. Erzähl doch mal ganz kurz, was hast du... okay, ich sehe schon, da bewegt sich was. Da kommt der
Was hast du bereits schon gemacht und woran arbeitest du jetzt gerade im Moment? Also das Animationssystem von Photoshop kombiniert quasi die Ebenen und diese Zeitleiste mit den Frames. Das hier links, was man sieht, sind die Frames, rechts sind meine Ebenen. Ich schalte immer eine Ebene aus und an, je nachdem, was ich auf meinem Frame sehen will. Wenn sie an ist, durch dieses Auge hier, dann sieht man es auch auf dem Frame. Wenn sie aus ist, dann sieht man es nicht. Und dadurch steuere ich quasi die Animation. Also auf Frame 1 will ich jetzt quasi nur hier meine Ebene 5 sehen. Auf Frame 2 will ich nur die Ebene 5, Kopie 5 sehen. Das habe ich jetzt nicht sonderlich schön benannt, aber dass sich die Ebenen ständig ändern und man die auch mercht, lohnt sich es jetzt nicht sonderlich, die umzunennen. Außer ganz zum Schluss vielleicht. Und so habe ich korrespondierend quasi den Charakter kopiert und einfach die Fußbewegung gemacht als allererstes. Und dann könnte man ihn auch schon abspielen, wie er ganz schnell reinsaust. Zu schnell, kann das auch ändern. Genau, man sieht, dass er jetzt hier einen großen Sprung hier dazwischen macht. Dann würde ich jetzt hier dazwischen einen weiteren Frame einfach erstellen mit diesem Pluszeichen. Wieder die Ebene kopieren. Hoppla, nicht die falsche Ebene verschieben. Gucken, dass ich so ungefähr dazwischen bin. Und dann musste ich natürlich auf allen anderen Ebenen ausschalten wieder. Das ist natürlich so ein kleines bisschen der Nachteil, wenn man bei Ebenen auf Ebenenbegrenzung das einstellt, diese Vorschau. Man sieht zwar, was drauf ist, aber man sieht leider nicht mehr, wo es drauf ist oder wo es im Dokument ist. Das heißt, vielleicht ein bisschen, muss man ab und zu ein bisschen raten, von wegen, war es jetzt da unten oder da oben. Oder man ist halt sehr organisiert, das ist natürlich dann auch besser. Ja, also da muss man immer gucken, was man eben bevorzugt. Ihr kennt das bestimmt, bei mir ist es immer so, wie ich es gelernt habe. Mhm. Also, ich habe immer die gleiche Shortcuts seit 20 Jahren und ich zeichne ja auch auf so einem Grafiktablett im Gegensatz zu einem coolen mit Monitor und so. Wie man es gelernt hat, das ist am einfachsten. Und ich gucke mal gerade im Chat, die Leute antworten schon ganz fleißig. Also, die Frage war ja, was habt ihr so mit Pixel Art zu tun gehabt? Doris sagt noch nie, Wilfried hatte ich auch noch nicht. Christine hat mal Figuren gepixelt und auch ein Chipset mal gemacht. Oh. Hm. Cool. Holger sagt, hat zum Spaß mal Pixelzeichnen-Programm benutzt und das macht Spaß. Profilbild hat auch Pixel Art. Ah ja, stimmt, ja, jetzt wo du es sagst. Helmut sagt damals in Photoshop Version 3, zwangsläufig. Oha. Hm. Oha. Damals konnte man die Pixel wirklich noch einzeln abzählen vom Monitor. Ja. Andrea sagt, nicht wirklich. Ich habe mal Zelda gespielt, zählt das. Welches denn? Gibt ja sehr viele. Ich denke mal, das auf dem Gameboy, ne? Ja, wer weiß. Das ist noch Pixelart, dann ja, wahrscheinlich. Pokémon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lieber sagt, mit Voxel kann man in Cinema 4D sehr schnell modellieren. Ja, stimmt. Und für alle, die es nicht wissen, wenn ihr die Creative Cloud habt oder auch nur After Effects, dann ist ja Cinema 4D Lite mit dabei. Das heißt, ihr müsst... Cool. Ihr könnt es euch direkt mitnehmen. Christine sagt, sie macht Pixel Art, aber erst seit einigen Wochen. Oha. Oh, hi, Christine. Na Mensch, das ist ja ein Zufall. Und sie will es auch mit Photoshop mal probieren. Wenn du Photoshop noch nicht hast, du weißt ja, 7 Tage gratis Testversion, mal einfach mal rumprobieren, ob es für dich funktioniert. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann eventuell auch mal bei Fresco reingucken. Gibt es ja auch für das iPad und Windows 10. Ist sogar kostenlos. Und hat den Vorteil, du kannst dann auch direkt Sachen in Photoshop exportieren. Hier haben wir noch eine Frage. Achso, und Andrea sagt ja, Gameboy Zelda, eines der ersten. Ja. Julius fragt, wie würde es sich denn nachher beim Export der Animation verhalten? Ließe sich eine Animation aus Photoshop exportieren und in eine Game Engine wiederverwenden?
Ja, das ist jetzt ein ganzer Exkurs. Ich glaube, ihr Boah. müsst bei mir zum Studieren anfangen, um das wirklich zu lernen. Man benutzt für die Engines Sprite Sheets. Das bedeutet, ich habe jeden einzelnen Frame, den ich jetzt mache, auf ein Blatt exportiert und das ziehe ich wiederum rein in die Engine, die liest es aus und zieht mir daraus wieder die Animation. Also es ist eigentlich wie bei normaler 2D-Animation. Sprite-Sheets, wenn euch das interessiert, das führt jetzt, glaube ich, heute viel zu weit, aber so importiert man 2D-Animationen in eine Engine. Okay. Weil nicht, dass Leute jetzt auf die Idee kommen, ja, du exportierst einfach ein GIF und dann geht's ab. Nee, leider nicht. Das ist ein bisschen komplizierter. Auch in Photoshop gibt es leider kein natives Programm. Man muss sich ein Skript selber schreiben oder eins importieren. Es gibt ein Sprite-Sheet-Skript, was man, oder ein Plugin sogar, was man sich holen kann, kostenlos. Genau, oder wer selber scripten kann, ich nicht, ich nicht. Der kann das machen. Genau, was mich jetzt Oha. gerade stört an meiner. Sind Sie Oh, schockiert, dass es so schwierig ist, nee. oh Gottes Willen. Ich sehe gerade, Thorsten hat ein Bild geschickt, einen Link. Und da sehe ich eine Enterprise. Und drunter steht Mario eine Schuld. Oha. Ja, das tut uns wahnsinnig leid. Aber vielen Dank. Die Leute wissen nicht, aber Thorsten ist mein Chef. Ah. Ich hätte besser Na. diese Enterprise malen sollen, weil deshalb kriege ich jetzt noch Eieieiei, für viele das. viele, hoffentlich lange Jahre zu hören. Hallo. Na, meine Güte. Genau, was ich jetzt gerade mache, ich habe jetzt den Fuchs ausgewählt. Weil mich stört natürlich jetzt an meiner Komposition, dass ich jetzt genau mit meinem Stab vor dem Gesicht von dem Fuchs rumfuchtel. Und jetzt habe ich ihn einfach ausgewählt und extrahiere ihn sozusagen. Mit Command X, Command V, ganz normal. Und mache jetzt genau das, was ich ganz am Anfang vom Stream gesagt habe. Da kann man dann auch vielleicht einen größeren Pinsel wählen und Pixel dahinter alles zu sozusagen. Und wenn es animiert ist, dann braucht es da dahinter auch nicht so viel Detail, weil die Leute da eh nicht drauf gucken in dem Moment, also in der Komposition. Genau. Ja, jetzt gefällt es mir besser. Sehr schön. Ups. Das kann manchmal passieren, Der wenn man auf dem Tripod-Stab. falschen Frame war. Genau, das ist kein Problem. Ich mache einfach vereinheitlichen und diesen Pin. Genau. Und dann sitzt er immer an der richtigen Stelle. Das hier. Das sind solche Sachen, die man erst lernen muss mit der Zeit. Ne? Das gehört halt zu Pixelart dazu, sowas zu wissen in Photoshop, aber das kann man nicht an Tag 1 wissen. Wenn du das jetzt nicht gemacht hättest, dann könntest du sozusagen die Ebene pro Frame verschieben und dann wird sich die Ja, Position merken. Ah, okay. genau. Ich könnte sozusagen auch den Fuchs jetzt immer verschieben. Aber mir ist lieber, eben für jeden Frame einen einzelnen Layer zu haben, weil dann habe ich einfach mehr Kontrolle über die Animation. Alles klar. Und das Ganze geht dann vermutlich auch mit der Sichtbarkeit und mit den Effekten, wie das aussieht, den Ebenenstilen. Genau. Ich denke, ich wollte jetzt noch den Fuchs animieren, aber vielleicht machen wir zuerst nochmal Viertelstunde haben wir noch. Ja, Plus 15 Minuten Bonuszeit. dann zeige ich euch mal, was ich so machen würde, um das Bild jetzt sozusagen abzuschließen, wenn es jetzt fertig wäre. Ich würde auf jeden Fall das Licht noch ändern. Also was ihr jetzt seht, ist relativ flach. Ne? Es ist alles gleich beleuchtet, es ist sehr wenig schattiert. Und deswegen würde ich jetzt im finalen Schritt das beleuchten. Und das macht man eigentlich wie bei einer normalen Illustration.
Ich würde jetzt hier, das bietet sich natürlich an. Ja, perfekt, nehmen wir so. Ein bisschen durchkommen lassen. Ich finde, so können wir es lassen, das Bild ist fertig, ja. Ja, das ist jetzt meine ganze Arbeit wieder weg. Muss ich jetzt neu pixeln? Nee, Quatsch. Ich zeige euch gleich. Also das ist wirklich das, was echt mega viel Spaß macht. Genau, dann würde ich weiches Licht nehme ich sehr oft. Und eben weil wir in Photoshop sind, habe ich so viel Power über diese Formen und über diese Effekte. Und könnte jetzt auch wieder an der Stelle den Farbton ändern. Sogar die Sättigung, auch die Helligkeit. Das ist natürlich das Problem, auch wenn man so viele Möglichkeiten hat, dann will man sie auch ausnutzen. Genau. Und Melanie fragt gerade noch, kann man sich mit einem coolen Pixel-Art-Portfolio bei Game Studios bewerben? Oh ja. Pixel-Artists werden eigentlich immer gesucht, vor allem von Indie-Studios. Die stellen oft nicht fest an, sondern suchen Freelancer. Aber das kann man definitiv machen. Nur halt am besten jetzt, also ich würde jetzt nicht bei Naughty Dog mich bewerben mit einem Pixel Art Portfolio, glaube ich. Macht, glaube ich, keinen Sinn. Aber bei Studios, die Pixel Art machen. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Kein Problem. Stellen alles wieder her. Aha. Ich muss immer, wenn ich solche Dinge mache, eigentlich auf Frame 1 sein, weil Frame 1 ist sozusagen der Chef von den anderen Frames. So erkläre ich das immer und dann ist es in den anderen Frames auch so. Ich vermute mal, das hängt dann mit dieser Checkbox Frame 1 propagieren zusammen. Genau. Also das ist Advanced Pixel Art. Das würde jetzt weiter zu erklären, aber genau, wenn man das ausschaltet, dann ist das eben nicht der Fall und wenn man es anlässt, dann passiert alles, was man auf Frame 1 macht, eben auch in den anderen Frames. Thorsten schreibt, danke für diesen Trick, das ist cool. Diesen Lichteffekt werde ich zukünftig häufig benutzen. So simpel, aber optisch mächtig. Ja, das macht total Spaß, sowas. Ich mache das eigentlich immer. Oder? Und machst du den gleichen Effekt dann auch bei Schatten? Ja, genau. Ich gehe jetzt gleich auf Frame 1, damit ich wieder den gleichen Fehler mache. Genau, und würde jetzt eine Schattenfarbe auswählen. Ich wähle immer was Warmes, Helles für die Lichtfarbe. Das ist aber kein Gesetz oder so, das mache ich oft so. Und so ein dunkles Blau oder Lila für die Schattenfarbe. Und dann ist Multiplizieren so ein typischer Schatten-Ebenen-Einstellung. Mit dem Radiergummi kann man nicht so gut malen. Wenn man malt und nicht malen kann, dann gehe ich immer im Kopf so durch, was könnte es jetzt sein? Falsche Ebene oder falsches Werkzeug. Meistens klärt sich das dann schnell. Wir nennen das immer das Ebenen-Bingo, wenn man wieder auf der falschen Ebene gemalt hat. Ja. Das kann einem sehr schnell passieren, vor allem mit der Animation. Das ist, muss man aufpassen. Und ich tue die Deckkraft wieder runter, weil jetzt sieht man es nicht mehr so stark, aber selbst ein bisschen schafft schon so einen Fokus in der Illustration. Fast schon wie so eine Art Vignette. Ja. Und das kann man machen, auch wenn es Pixelart ist. Ja, das zählt noch nicht als Verlauf oder als weicher Pinsel. Ja. Genau, und dann mache ich oben drüber gern noch zum Beispiel stelle ich gern Helligkeit und Kontrast ein. Ein bisschen spielen, da gibt es auch kein Geheimrezept oder so. Wenn es gut aussieht, dann sieht es genau, gut aus. Genau. Bei Pixel Art. Also überhaupt bei Games ist es interessant, weil man natürlich darauf achten muss, was hat der End-User für einen Screen. Also zum Beispiel, wenn ich weiß, mein Endverbraucher hat einen schlechten Computer, weil zum Beispiel das Spiel
irgendwo gespielt wird, wo man generell jetzt keine IMAX hat oder so, in irgendeinem anderen Land zum Beispiel, dann würde ich den Kontrast stärker aufdrehen, bevor ich es in die Engine importiere. Und solche Dinge gehören halt dazu, die man jetzt nicht an Tag 1 vielleicht lernt, aber die man beachten muss als Pixel Artist. Die vielleicht nicht so ohne sind. Ne? Genau. Sieht auch schön aus, wenn man die Sättigung ein bisschen runterdreht, dann ist es nicht so cartoony. Hast du schon mal mit der Dynamik statt der Sättigung gespielt? Kann ich auf jeden Fall machen. Da gibt es so viele Tools, die alle mehr oder minder was Ähnliches machen. Ja? Da muss man gucken, was einem am besten zusagt als Werkzeug. Ah, ich glaube, das ist too much. Irgendwann muss man wahrscheinlich auch wissen, wann es dann zu viel des Guten ist. Weil natürlich ja ein gesättigtes Bild ist immer ansprechender als ein nicht gesättigtes Bild. Aber wenn es dann auf 100% ist, ist dann auch doof. Ja, eben. Also wenn ich so mache. Perfekt. Das ist dann so ein bisschen wieder 16-Farben-Stil. Ja, genau. Manchmal ist es auch subtil und das dient dann einfach nur dem Rumspielen. Also zum Beispiel auch der Farbtonregler ist extrem cool für Pixelart. Ne? Wenn die Farben miteinander funktionieren und man mal so weit war, dass es eigentlich cool aussieht, dann kann man hier auch rumspielen. Man kann eigentlich Herbst-Setting. Ja, eigentlich verschiedene Settings oder so eine Eishöhle oder so. Es wird ja noch wilder. Du kannst ja auch über dem Farbtonregler ist ja noch, da wo gerade Standard steht, kannst du noch die Farben einzeln anwählen. Das heißt, wenn du wirklich tatsächlich eine Herbstszene machen möchtest, kannst du sagen Grüntöne und die dann einfach auf Gelb verschieben. Also auch da kann man dann wieder wahrscheinlich. Also das ist echt wild, was man alles machen kann. Genau, also man muss nicht, der Vorteil ist, man muss halt nicht mit einem Klick die richtige Farbe setzen und man muss sich nicht entscheiden. Das finde ich immer ganz wichtig, offen zu bleiben für noch andere Lösungen. Genau, und jetzt haben wir eigentlich den Charakter schon animiert. Ich könnte jetzt noch versuchen, den Fuchs noch in den letzten paar Minuten zu animieren. Dafür schalte ich die ganzen Effekte, die ich jetzt gemacht habe, wieder aus. Einfach damit sie mich nicht stören. Und du nicht, wenn es geht, noch aus Versehen eine falsche Farbe aufnimmst. Genau. Und Ruth schreibt gerade noch, Pixel Art hat sie bisher nur in Display-Icons basteln müssen, macht aber Spaß, mit den eingeschränkten Möglichkeiten eine eindeutige Bildsprache zu finden. Total. Also darum geht es ja immer bei Spielen oder eigentlich bei allem Visuellen, dass man eine starke Silhouette hat, dass man eine starke Wirkung hat auf den Betrachter und Pixel Art ist sozusagen einfach nur der Peak von dem Ganzen auf ganz, ganz Mini-Format. So müsste man arbeiten dann die ganze Zeit. Ja, das ist mit dem Feldstecher. Nicht in meinem Alter, mit meinen Augen. Und bei diesen wunderschön hochauflösenden Displays, wo man wirklich noch alles sehr klein erkennen könnte. Ja. Genau, hier beim Transformieren, wie gesagt, versuche ich auch darauf zu achten, Pixelwiederholung anzuhaben. Ist die eben jetzt schon dupliziert worden? Ich glaube nicht, oder? Du hast vollkommen recht. Ich habe mich gewundert. Ich dachte erst, okay. Vollkommen recht, danke. Ja, das passiert andauernd. Je früher man es merkt, desto glücklicher ist man. Es gab, glaube ich, auch irgendeinen Shortcut für gleiche Transformation nochmal anwenden. Irgendwie Command, Shift, Option, T, Umschalt, F15. Ach, ich weiß es nicht. Irgendein Befehl gibt es dafür. Eigentlich bin ich die sowas weiß, aber ich weiß ihn tatsächlich gerade nicht. Command, Shift, nee, mach du weiter, ich guck mal nach, ob ich es finde. Ja, guck mal nach. Ups. Ich weiß, dass es Step and Repeat heißt, aber ich mal sehen. Step and Repeat Photoshop. Es gibt einen WikiHow-Eintrag. Wie geil ist das denn bitte? Okay, mal gucken.
Ja. Command Option Shift T. Oh, Command Option Shift T, mein neuer Lieblingsshort. Anscheinend ist das, sollte das der sein, dass dann sozusagen die gleiche Transformation auf das Objekt noch einmal angewendet wird. Das kann auch praktisch sein, wenn du, was weiß ich, einen Zaun malst, dann kannst du eine Latte malen und dann sozusagen das Transformieren dann einfach ganz oft wiederholen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, oder alles, was sich halt so wiederholt. Straßenlaternen. Markierungen. Ich bin sowieso Shortcut-fanatisch eigentlich. Meine Azubis wissen, dass die im Stream sind. Ja, wenn wir in Photoshop sind, warum halt nicht, ne? Genau, und ich pick die Farbe entweder mit Option oder ich habe mir auf meinen Stift, so auf die obere Stifttaste, die Option-Taste gelegt. Dann kann ich einfach mit einer Hand picken. Auch da gibt es ja in Photoshop diesen ziemlich coolen Farbauswähler, dieses HUD, weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Und zwar, jetzt muss ich mir überlegen, wie war der Shortcut dafür nochmal? Du meinst hier? Nee, den nicht. Ich meine tatsächlich Control Option Command und dann anscheinend klicken. Option Command. Ja. Ah, ja, ich weiß, was du meinst. Darüber habe ich mal ein YouTube-Tutorial gemacht. Ne? Ich sollte das ist. Ja, jetzt, stimmt. Aber dann kommt noch der Trick. Wenn du dann noch die Leertaste hältst, dann, dann kannst du dann rübergehen zum diesen anderen Regler und hoch und runter gehen. Dann hält er sozusagen den Punkt fest. Ach so. Okay. Es ist ein bisschen tricky. Ich mache es immer so, kleine Finger, Ringfinger, mittlerer Finger und dann mit dem Zeigefinger auf die Leertaste. Dann geht's eigentlich. Und dann kannst du rübergehen und dann lässt du sozusagen... Naja, es geht. Wie Klavierspielen, aber... Genau, wie ein Klavierspiel. Und dann mit der Stirn noch auf die Leertaste und dann hast du es. Ganz einfach. Das ist ja das Krasse im Photoshop, dass man immer noch, ich meine, ich unterrichte Photoshop seit 2014, ich benutze es seit über 20 Jahren und immer noch finde ich neue Sachen, vor allem was Export und so Dinge betrifft, vielleicht neue Features, aber... Da gibt es ja auch richtig krasse Sachen, da kann man ja, wenn du Ebenen zum Beispiel benennst, was weiß ich, Ebene 5.png, ich liebe es. Dann kannst du ja sagen, nur den Bereich, nur das exportieren. Ja. Dann kannst du sogar noch sagen, welche Größe oder wenn du in JPG bist, welche Qualität und so weiter. Ja, das ist besonders bei Pixel cool. Wenn ich hier auf Generieren gehe, Bild Assets, dann erstellst du mir sozusagen im gleichen Ordner, wobei ich nicht weiß, wie das auf der Cloud funktioniert, aber dann erstellst du mir einen Ordner und exportiert dieses Fuchs-PNG. Richtig, richtig cool. Besonders praktisch, wenn man halt sehr viele Einzelebenen hat. Und dann kann man sagen, die Ebene hätte ich gerne als PNG mit zweifacher Vergrößerung und so weiter und so fort und bla bla bla. Ja. Sehr praktisch. Ja. Andrea sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß in Photoshop. Das ist wirklich so. Und Thomas sagt, ich muss leider los, war für mich mal wieder was ganz Neues. Schön, dass du dabei warst. Wir sind ja auch gleich am Ende vom Stream. Insofern. Genau. Ist ja schon so spät, so schnell vergangen. Ja, oder? Wow. Unfassbar. Wirklich. Und ja, weil du sagtest, Updates, Photoshop bekommt natürlich andauernd Updates. Das letzte Update ist eines meiner Highlights, denn ich kann endlich diesen blauen Teilen-Knopf da oben auf Grau stellen. Yes. Ja. Wo geht das? In den Voreinstellungen, welche übrigens jetzt auch eine Suchleiste bekommen hat, die Voreinstellungen. Ja.
Und da kannst du jetzt dann sozusagen bei, ich glaube, Benutzeroberfläche links und dann kannst du neutraler Farbmodus, die Obercheckbox, dann auf OK. Und jetzt sieht man natürlich kaum, da, das ist jetzt nicht mehr blau. Es hat viele gestört, jetzt ist es nicht mehr so. Das ist sehr, sehr witzig. Bist du zufällig UX-Designer oder so, dass dich das stört? Wir haben auch viel mit UX-UI-Design zu tun. Genau. Also das ist jetzt das erstmal, ups, so Effekte noch drauf. Und dann ist das jetzt erstmal das finale Animationsergebnis. Ich habe es noch geschafft, dass der Fuchs super cool seinen Schweif nach unten macht. Aber das in dieser kurzen Zeit. Oh, ich bin begeistert. War wie ein Sprintmarathon. Und dabei noch so viel erklärt und noch meine Sachen anhören müssen, das ist ja der Wahnsinn. Dann sage ich an dieser Stelle erst einmal vielen Dank, dass du heute dabei warst und das in dieser Rekordzeit gezeichnet, erklärt und auch noch einen Exkurs in Spreadsheets abgegeben hast. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und ich hoffe, euch im Chat hat es auch gefallen, habt vielleicht das ein oder andere gelernt oder falls nicht, einfach nur so zugeguckt und die Stunde mit uns verbracht. Ich habe auf jeden Fall noch was gelernt, das mit dem Frame 1 propagieren, das wusste ich noch nicht und deswegen ob mir check wieder was gelernt, denn ein guter Stream ist erst dann ein guter Stream, wenn... Wow, ich habe das beigebracht. Unfassbar. Hallo, das heißt jetzt nicht sehr viel, ich kann auch sehr viel lernen. Wir sagen immer, ein guter Stream ist, wenn die Leute zu Hause, wenn der Gast und wenn der Host noch was lernt. Dann haben wir es geschafft. Okay, dann gehen wir mal zurück. Nicht erschrecken, ich bin es nur. Das war die Stunde. Ich freue mich, dass du dabei warst. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch kurz erwähnen, dass wir natürlich morgen auch noch dabei sind. Und zwar, da haben wir die Sarah-Lisa Vogel. Und Melanie hat mir gerade geschrieben, was der Plan für morgen ist. Ich guck mal eben nach. Ha! Besser vorbereitet sein, Tim. Es geht, glaube ich, um Illustration. Ich guck mal kurz nach. Nein, es geht nicht um Illustration. Es geht um Texturen in Substance Painter zu erstellen und dann für Unity zu exportieren und dann VR zu zeigen. Wow! Das cool. Wird ganz so umrahmt von einem Intro zum VR und Metaverse etc. Okay. Das ist schlecht. Mal wieder eine ganz andere Richtung, da freue ich mich auch auf jeden Fall sehr viel drauf. Viel mehr also, Dimensionen als meins heute. Eine mehr. Eine mehr. Genau, das Ganze morgen wieder um 11. Das heißt, wenn ihr heute das erste Mal dabei wart, wir sind live Montag, Dienstag, Mittwoch von 11 Uhr, morgen sogar 90 Minuten und ab und zu auch am Freitag nächste Woche wieder zu Adobe Express. Für heute war es das aber erst einmal. Vielen Dank noch einmal, dass du dabei warst. Hast du noch ein paar Worte, die du gerne loswerden möchtest, bevor ich euch alle rausschmeiße? Ja, danke für die Einladung. Hat mir mega Spaß gemacht. Und wenn ihr kurze Tutorials wollt und Tipps zu malen und zeichnen und wie man in die Spieleindustrie kommt als Game Artist, dann folgt mir auf TikTok unter Professor Martin Planck. Alles klar. Vielen Dank. Und nicht vergessen, wenn ihr noch mehr sehen wollt von Adobe Live, dann haben wir auch die englischen und französischen Streams heute noch. Für heute war es das aber erst einmal. Wir sehen uns morgen um 11 Uhr hier auf Behance. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
Thank you.